Blumen auf dem Bürgersteig und ein großer Blutfleck erinnern an den schrecklichen Tod der jungen Frau. Laut Polizei stieg die 1,50 Meter große, schlanke 27-Jährige mit langen blonden Haaren am Samstagabend um 22.33 Uhr aus der Stadtbahn in der Südstadt aus und verließ den Bahnhof. Sie war wohl auf dem Weg nach Hause, dann muss sich der Überfall ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Anwohner einen Schrei einer Frau von der Straße gehört, ist daraufhin auf die Straße gegangen und hat auf dem Bürgersteig eine schwer verletzte 27-Jährige aufgefunden. Obwohl der Mann sofort über einen Nachbarn den Notarzt verständigt und erste Hilfe leistet, hat die Frau keine Chance. Sie stirbt wenig später im Krankenhaus. Noch in der Nacht sichern die Beamten Spuren am Tatort. Welcher Art ihre Verletzungen waren, wollte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich hier um ein Raubgeschehen handeln könnte. Es gibt aber auch keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich hier um ein Sexualdelikt handeln könnte. Wir wissen einfach nicht, was im Hintergrund ist. Die Ermittler suchen nun Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Insbesondere zwei Männer, die die Frau im Bahnhof und nach dem Verlassen der Station gesehen haben. Sie sollen von einer Überwachungskamera im Bahnhof aufgezeichnet worden sein.